Das sieht, glaube ich, besser aus, ne? Ich glaube, jetzt sind wir schief. Schief ist modern. Oder? Ja. Hey. Warte. Danny. Ja, der ist ja auch schon völlig Hunger. Guck ihn dir an, der fällt schon gleich. Oh mein Gott, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute Claudi bei mir, beziehungsweise ich bin bei Claudi heute, denn wir haben das Vergnügen, heute miteinander drehen zu dürfen und für das Hashtag Ungeschön-Format uns hier Make-up-technisch gegenseitig verzaubern zu lassen. Ich habe Claudi schon verzaubert und ihr findet das Video dazu auf ihrem Kanal. Das werde ich euch einfach mal in der Infobox verlinken und hier oben im kleinen i. Und jetzt bin ich an der Reihe, endlich nach mehreren Stunden mich zurückzulehnen, die Show zu genießen und einfach mich ein bisschen zurecht machen zu lassen mit großartigen Produkten, die unserem Motto ja sehr getreu werden, denn der April, der macht, was er will. Genau, wir haben unsere Produkte ausgewürfelt. Ja, das wird spektakulär und es ist nicht nur so, dass wir die Produkte ausgewürfelt haben, sondern ich werde sie jetzt auch noch damit schminken. Das wird aufregend, Leute! Wir haben eine Produktauswahl vorher schon per FaceTime festgelegt. Das heißt, die andere durfte sich für die jeweils andere auch eben schon Produkte in einer Vorauswahl aussuchen. Dann haben wir gewürfelt und jetzt steht es fest, mit welcher lustigen Produktauswahl mein Full-Face-Look heute entsteht. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und als erstes hoffe ich natürlich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicken wir euch beiden. Wir euch. ganz viel Liebe. Es ist hier schon einiges passiert und ich kann nicht mehr denken. Also wir beide schicken euch ganz viel Liebe. Und ich würde sagen, dann geht's direkt los mit dem ersten Produkt. Ja, Primer habe ich nicht. Habe ich vorher aber schon aufgegeben. Ich habe hier was von Claudi gemobst. Die sind so cozy. Primer von Reva Loves Me. Ja, für die Base wird's spannend. Das darfst du dir aber selber auftragen, weil das ist meistens etwas, was man halt nur mit den Fingern auftragen sollte. Der One Minute Face Perfector von Catrice. Es sieht so aus. Wir haben ja halt alle unsere Produkte, die wir immer mal wieder sammeln, aus Hauls, aus PR-Paketen oder aus Boxen. Und da sammelt sich dann natürlich schnell auch immer so ein bisschen was an, was man einfach nicht so hinterherkommt, alles auszutesten. Und aus diesen Produkten haben wir eben alles ausgewürfelt. Oh ja, und deswegen sind das auch teilweise Fail-Produkte, wie man anhand dieses Gesichtes sehen kann. Und da bin ich mal gespannt, was dieses Produkt mit diesem Gesicht anstellen wird. Oh, nicht viel, glaube ich. ich mag ja auch solche, ich mag das nicht, ne? Wir haben festgestellt, ich bin chaotisch und Claudi ist so total strukturiert und sie dreht hier so ein bisschen neben mir durch. Minimal. Also ich finde, Farbe passt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man davon nehmen muss. Also tatsächlich ist bei dem One Minute Face Perfector immer weniger mehr. Aber es gibt nur super wenige, bei denen das überhaupt funktioniert. Also manche verwenden es auch nur als Primer. Also ich bekomme Make-up-Rand, aber ich merke auch, es fühlt sich so ein bisschen als silikonig an. Also schon diese Weichzeichnung und ne, ein bisschen Glanz wegnehmen und irgendwie den Teint perfektionieren, ausgleichen, nennt man das ja so schön. Was sagen wir dazu? Ich habe wirklich gedacht, es ist schlimmer, Flecken. Aber ansonsten fühlt sich mein Gesicht einfach nur so mega silikonig an, auf jeden Fall. Mhm. Aber ganz ehrlich, das hat bei dir ungefähr keinen Effekt. Abgesehen davon, dass es ein bisschen dunkel macht. Okay, aber das ist meine Base heute fertig. Das war's dann. Tschüss! Essence Skin Love and Sensitive Concealer und den hast du in der Farbe 05 Fair. Und den werde ich dir mal auftragen. Du trägst den Concealer ja immer auf eine etwas andere Art und Weise auf, nämlich mehr ist mehr. Und ich werde das jetzt mal ein bisschen anders bei dir machen. Jo. Du trägst ja auch Concealer als Base, glaube ich, ne? Ja, genau. Hm. Gut, dass wir die Kamera nicht nach unten gerichtet haben. Wir sind einfach so ineinander, überall. Ich finde das kitzelt übrigens total, ne? Ich bin so unempfindlich. Du kannst alles mit meinem Gesicht machen. Keine Ahnung, ich habe schon 1000 Steine auf meinem Gesicht mit Glitzer und alles und Kleber. Das stimmt, für deine Ultralooks, ne? Ja. Das ist übrigens ein mega geiler Pinsel von Fenty Beauty. Kann ich voll empfehlen. Die Pinsel von Fenty Beauty kriegt ihr bei Sephora. So nämlich, ne? So nämlich Natural Beauty. Lidschattenbase hast du doch sonst nicht. Nee, du machst das dann hier fertig. Ich schalte mich jetzt aus. Ja. Ne? Ne? Oh, ich fühle mich aber gleich, ich sehe frischer aus. Ja. Ich habe so gelitten in ihrem Video. Ich habe so gelitten. Ihr müsst es euch anschauen, wirklich. Das war ein Kampf. Mein Kopf war kurz davor zu explodieren. Puder? Würde Sinn ergeben, ne? Ja, das habe ich nicht ausgewürfelt.
Es liegt jetzt auch schon echt lange in meiner Ausprobierkiste. Mulan. Und das Besondere an diesem Puder ist, da ist Mushu drauf. Und es ist weiß. Ich dachte halt, dass der, wenn der Face Perfector vielleicht zu dunkel in meinem Gesicht ist, dass man das damit gut ausgleichen kann. Komisch geworden ein bisschen, ne? Ja, also er hat jetzt nicht unbedingt perfektioniert, würde ich sagen. Als Pinsel nehme ich da auch mal von Rare Beauty diesen Fluffel-Puderpinsel und eskaliere. Falls ich was tun soll, sag Bescheid. Atmen wäre nicht schlecht, ne? Pudern ist eine ganz andere Erfahrung jetzt auf einmal. Ich so, wo? Was ich auch immer komisch finde, ist halt, wenn man andere schminkt, dass man, also man verdreht die Hand auch anders, weißt du, was ich meine? Weil wenn du die so hast, ist es ja auch so eine natürliche Bewegung für die Hand. Ja. Aber wenn du jemand anderen schminkst, dann ist es mehr so gerade nach vorne und das ist irgendwie merkwürdig. Ich buche dich demnächst. Ja. Zum Streichern mit Pinsel. Nimm. Wir gründen bald eine Band, Leute. So sieht's aus. Aus dem Adventskalender, nicht benutzt, machen wir heute. Also du. Also ich. Also das drei Töne drin, Bronzer, Contour, Highlight, irgendwas. Ja, und ich glaube, da werde ich, also erst werde ich diesen Konturton nehmen, um halt wirklich so Kontur zu setzen, ne, dahin, wo ich Kontur haben möchte. Und gehe dann mit dem Bronzer über die zu konturierenden, nein, bronzenden Stellen drüber, um Werbe reinzubringen. Den Highlighter lasse ich außen vor, denn das ist für mich eher ein Banana-Powder, Leute. I'm so excited. And I just can't hide it. Sorry, denkt sie auch schon seinen Teil. Sehr vorwurfsvolle Blick. Als Konturpinsel nehme ich hier von Unique ein. Das ist eigentlich ein Blushpinsel tatsächlich. Der ist so rundlich oben und ein bisschen fester gebunden. Aber zum Konturieren finde ich den eigentlich ganz cool. Ja, Pigment ist relativ dezent vorhanden, ne? Brückenwerk. Gut, jetzt ein bisschen schwierig, eine Kontur zu ziehen, wenn man halt im Prinzip gar keine Base hat, ne? Ich glaube, dass halt mit einer Base, die nicht so unruhig ist, wie jetzt mein eigenes Hautbild unten drunter eigentlich nur, weil der One Minute Face Perfector jetzt ja nicht so der Burner war, würde, glaube ich, die Kontur auch einfach ein bisschen ausgeglichener und passender aussehen. Also mir gefällt die Farbe. Jetzt machen wir noch ein bisschen Wärme rein, dann nehme ich aber hier den Fluffel wieder, mit dem ich auch abgepudert habe, weil ich bin ja grundsätzlich pinselwaschfaul, ist wie es ist. Und ich habe bei ihr ungefähr 100 Pinsel benutzt und die muss ich jetzt alle waschen. Wird geil. Naja, jetzt machen wir ein bisschen Wärme hier rein. Der Bronzer ist ein bisschen besser pigmentiert, muss ich wirklich sagen. Ich wedel den ja auch die ganze Zeit hier ab, ne? Also ich könnte auch abklopfen, aber ich bin zu faul dafür, weil dann müsste ich ja noch eine zweite Hand verwenden. Weißt du, wie es ist? Die ist auch echt so 100 Pinsel, das ganze Pigment hier durch die Gegend geworfen. Du so, ein Pinsel, rauf damit. Ja. Der ist halt schon rötlich, also warm, also, ne? Du kriegst damit fast schon einen Blush-Effekt. Oh ja, aber das habe ich ganz, ganz oft. Ich glaube, das kommt wegen meines Untertons irgendwie. Ja, glaube ich auch. Weil das sieht so komisch dann immer alles an mir aus. Ja. Also ich weiß nicht, ob das am Ende gut aussieht mit dem Bronzer, muss ich wirklich sagen. Müssen wir nachher mal gucken. Das sehen wir dann. Der Kontrast zu meinem Concealer ist jetzt auch krass, ne? Ja. Wie krass dunkel du übrigens auch jetzt hier neben mir aussiehst. Ne? Hier haben wir ein wunderschönes Produkt von Rival de Loop in der Farbe 05 Fuchsia. Ich finde halt gar nicht, dass es Fuchsia ist. Überhaupt nicht. Null. Und das hat auch einfach Schimmer mit drin. Ne? Effekt dafür ist auch hier, ich bin ja wieder pinselfaul, ne? Von Unique, der Blushpinsel. Ich meine, dafür ist er ja auch eigentlich gedacht. Und ja, dann gucken wir mal. Und sie so, ich chill mich mal, streiche mich einfach. Wow. Ja, da ist mehr Pigment, als ich gerade dachte. Und da ist Glitzer bei. Hui! Siehst du es? Ja, das sieht ja... Das sieht wirklich aus wie dein Highlighter. Das ist hart. Krank. Das ist krass. Oh meine Güte. Krass im Sinne von, mag ich oder mag ich nicht? Nee, das ist mir zu viel. Wow. Ich versuche den gerade einfach verzweifelt auszublenden. Das geht nicht mehr, glaube ich. Also für mich ist es nichts. Ich glaube, ich werde das weitergeben. Das ist mir ein bisschen viel Funkeln. Und das aus meinem Mund. Ja, ne? Das aus meinem Mund. Und weil ich noch nicht genug funkel, muss ich natürlich jetzt noch Highlighter haben. Und Fleek von Rival Loves Me. Ja. Rival Loves Me? In der Farbe Aphrodite. Ja, ich hoffe, ich sehe aus wie Aphrodite, wenn Ach, wir hier fertig sind. Ach, du ahnst das nicht. Was ich hier eigentlich ganz krass finde, ist, dass der einen rosa Schimmer mit drin hat. Und du hast ja schon so einen schönen Goldschimmer drauf. Also, das wird schön. Das wird grandios. Techniques ist eigentlich ein Settingpinsel, die 402, ne? Den wollte ich eigentlich für unter ihren Augen nehmen. Nö. Nehme ich jetzt für Highlighter.
Es ist rosa. Ich weiß nicht, ob du das magst. Also für mich wäre das nicht schön. Also wenn wirklich Blush und Lippenstift und auch Highlighter, Unterton so rosa oder so zusammenpassen. Ich mag ja auch die lila Highlighter und so, ne? Wenn man dann so was richtig Cooles auf den Lippen hat oder so, dann ist das schon... Ich mag das, aber nicht so jetzt. Nicht so jetzt! Ein rosa Highlighter. Ich werde den auf jeden Fall behalten. Augenbrauen. Das wird eine Challenge, Leute. Das ist hier von Nabla so ein Ding. In der Farbe Browpot Mars Auburn. Ist geliebt. Ist sehr geliebt. Ich liebe diese Pomade. Man braucht so wenig. Und passend dazu habe ich von Nabla hier einen Pinsel. Ne? Das hat hier so ein Pinselvieh und hier hat das ein Spoolievieh. Wir haben Augenbrauen geschaffen. Ist sehr, sehr kastig also, geworden, muss ich gestehen, ja. Wir fixieren das Ganze mit dem NYX Control Freak. Krasses Produkt. Hatten wir, im Adventskalender und haben wir gerade tatsächlich schon an Claudia ausprobiert, weil sie das auch nämlich hatte. Wir wollten gucken, wie wir das beide finden, aber wie ist dein Fazit? Also für mich tackert das null irgendwas fest, also ich werde es nicht behalten. Wow. Größer als unser Leben. Also ist krass. Größer als viele Mascara-Bürstchen. Ja. Und ja, gucken wir mal, ne? Mega nass an. Also ich habe es bei ihr hier eben aufgegeben und ich hatte beim Arbeiten total das Problem, weil es so riesig ist, das Bürstchen, und so nass. Und jetzt auch merke ich einfach, wie nass es ist. Und wie fühlen sich aber deine Augenbrauen eigentlich an? Nix, ne? Perfekt, oder? BH Cosmetics Emerald for May. Das ist halt quasi meine Geburtsmonatspalette. Mega! Hier können wir eskalieren. Voll schön. Voll geil. Die ganzen Birthstone-Paletten sind ja bis auf 3 in meiner Sammlung eingezogen letztes Jahr. Ich liebe grün. Ja, ich auch. Und deswegen wird es jetzt auch gerade ein ziemlich heftiger Look gleich werden. Ich würde tatsächlich bei dieser Palette starten, und das ist jetzt ganz verrückt, mit den schimmernden Tönen. Das Auge schminke ich jetzt off camera und das machen wir gleich zusammen. Ja, das möchte ich jetzt gerne auf der anderen Seite machen, ne? Ich lieb's. Do it! Ich nehme hier einfach so einen flachen Pinsel von Mesauda Milano, die F09, und gehe in diesen hellsten Ton rein, Total Package. Das ist relativ simpel tatsächlich. In, weiß ich nicht, sowohl Pearly als auch Grünliche sind mit dabei. Du hast da ein bisschen rosa, blau. Den kann ich auch schon direkt hier beim Augenbrauenbogen als Augenbrauen-Highlight aufgeben. Sehe ich das schon sehr gebronzt jetzt, ne? Ja. Auch so, wenn ich so im Spiegel gucke. Ja, ist schon krass. Schon krass, ja. Brownie. Dann nehme ich den Hauptton der Palette Emerald. Das ist dieses Grün. Auch wieder mit diesem Pinsel. Und der kommt auf die Lidgeschichte, auf das bewegliche Lid. Die Lidgeschichte. Das ist halt ganz speziell, weil das ist auch so ein Duochrome-Ton. Der hat auch verschiedene Farbpigmente mit drin und der funkelt auch so in seiner Unterschiedlichkeit hin und her. Und da habe ich nämlich einen Blendepinsel von BH Cosmetics aus dem Ellie Pinsel Set, die Nummer 7. Und dann gehe ich in diesen matten Ton Restless rein. Das ist so ein ganz dunkler Olivton, also sehr, sehr, sehr schön. Und damit verdunkle ich jetzt hier außen einfach, ja, das Auge. Außer Stubborn, Hardworker und High Spirit habe ich alle Farben verwendet, also 4 Farben. Das ist gut. Kann man machen. Ja, ich mag die auch richtig gerne. Also ich werde die auf jeden Fall super gerne nochmal benutzen. Ja. Eyeliner! Ja, wir haben die super Palette hier. Diese, die man mit Wasser aktivieren muss. Ja, ich nehme dann tatsächlich gelb. Ja, gönn dir. Gelb, Leute. Gelb! In die Kappe einfach rein. Das ist so der Moment, wo alles richtig cool werden kann oder... Nicht. So wie Wassermal. Ist ernsthaft. Also ich habe das ja schon mal ein paar Mal verwendet, weil ich habe diese Suva-Paletten auch von Purish mal zugeschickt bekommen. Mhm. Und die sind geil. Die sind wirklich geil. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Und die sind auch richtig geil, wenn man jemanden tatsächlich schminkt. Weil damit kann man sehr schön arbeiten. Man muss halt immer nur darauf achten, dass man die richtige Konsistenz von dem Produkt erwischt. Ich liebe einfach, wie das knallt. Ne? Das passt so gut. Ich lasse mal kurz trocknen. Das sieht so crazy aus und ich liebe es. Ich werde das auf jeden Fall nochmal miteinander kombinieren. Vor allem, eigentlich ist es ja gelb, so reines Gelb, aber auf dem Auge sieht es einfach neongrün aus. So, weiter geht's. Lippen. Lippen und dann erst Wimpern? Ja, weil ich lasse es ein bisschen antrocknen. Okay, den darfst du dir selber auftragen. Lippen, wie heißt das? Lip Liner von Revolution in so einem schönen Rot. Yes,
in irgendwas, in einer irgendwas Farbe. Ich weiß die Farbe nicht, steht nicht drauf. Bestimmt aus dem Adventskalender, da steht sowas nicht drauf. Ich glaube auch. Weil es passt zusammen. Mhm. Mag ich. Ich mag's irgendwie, ja. Ja. Ich mag's. Und den Lip Liner mag ich auch. Ja. Maybelline haben wir hier. Ultimat. Matt ist die. Ultimat, die heißen wirklich so. Ich dachte mal, die heißen Ultimate Matt. Aber sie heißen Ultimat. Ja. Richtig gut. Krass. Das ist übrigens die Farbe 899 More Rust. Ich habe einen anderen schon davon. Sehr matt. Mm-mm. Ist cremig. Echt? Deswegen hatte ich Angst, dass er mir wohin rutscht. Kennst du die nicht? Doch, aber also für mich sind die viel zu trocken. Findest du, sie trocken aus? Mhm. Also, dass meine Lippenfärchen betont sind, habe ich immer. Auch bei Feuchtigkeit. Aber also ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr... Echt, fühlt sich überhaupt nicht trocken an. Ja. Ich mag die so gerne. Ich habe ein bisschen Hagebutte am Start und zwar von Revolution Regenerating Essence Spray with Citrus Oil Extract. Also mit Zitronenöl und Hagebutte. Ja, ich mag das richtig gerne. Ja, dann fixier dich. Ja, auf dass es für ewig halten wird. Riecht das nach Hagebutte? Nein. Nein, das riecht nach Schminke. Aber das riecht halt nach... Du musst mal dieses mit Grapefruit bei mir austesten. Hm. Das mag ich richtig gerne. Hm. Ja, ich mag den Geruch nicht, aber ich mag immer, wie ich dann aussehe. Also es sieht jetzt wirklich auch tatsächlich von der Base her besser aus. Mhm. Mag ich lieber leiden, ne? Das, obwohl wir noch nicht mal... Stimmt, wir haben nicht einmal einen Schaum benutzt. Dann geht's weiter. Ich muss meine Wimpern biegen, du erzählst, was ich da benutze. Ja, Douglas. Have It All Volume Length Curl Mascara. Das ist eine Mascara, die hatten wir beide auch in einem Adventskalender von Douglas dieses Jahr mit drin. Ist eine Kunstfaserbürste, die sehr lang und schmal ist. Und jetzt nicht irgendwelche Ausbeugungen oder so hätte. Also die ist tatsächlich eher für Länge. Meistens passiert nicht so viel. Meine Wimpernwelle lässt mich ja halt gerade... Im Stich? Ja, im Stich. Ich kann nicht reden. Die sind wirklich lang. Also in der... Ja, aber von vorne sieht man das nicht, weil die keinen Schwung haben. Ja, der Knick fehlt. So, ich habe alles voll geschmiert. Ja. Komplett. Ja, also gut gemacht. Aber auch das Ergebnis nicht so schön. Also, ich habe andere, mit denen ich das mehr mag. Und findest du, meine Wimpern sehen schön aus? Nicht mit der Mascara, nee. Nee, ne? Nee. Also andere sieht viel besser aus. Ja, hier lasse ich dir jetzt vollkommen freie Hand, weil da bin ich raus. Das ist nicht so mein Cup of Tea. BFF, BH Cosmetics, Alina Moore, ne? Gönn dir hart künstliche Wimpern und den Duo Wimpernkleber. Jo, den habe ich auch da, aber nicht einmal verwendet. Das klingt auch wieder wie so eine Operation hier. Ja, genau. Schere, Messer, Gabel, Licht, ist für kleine Kinder nicht. Oh nee, ich glaube, die werden mich richtig ärgern. Danke. Messer, Gabel. Also ich werde jetzt Messer, Gabel vor allem. Also ich hoffe nicht, dass mein Operateur eine Gabel braucht. Also ich gucke dir jetzt ganz gespannt zu, weil ich bin ja überhaupt keine Lash Application Lady und bin jetzt mega fasziniert, was sie da treibt. Was soll ich sagen? Also es sieht halt eigentlich nur schön aus, wenn man schon die Mascara unten drunter gut hat, ne? Mhm. Da bin ich jetzt verloren, gerade weil die sind nicht so dicht. Es wird nicht gut aussehen. Kleben gut an der Verpackung, ne? Das ist wirklich, das ist krass. Deswegen wird der Kleber auch nicht angenommen. Deswegen halten sie nicht so gut. Ah, siehst du, wie die einfach... Ja. Dieser Kleber. Also, die Wimpern regen mich extrem auf, weil der Kleber, mit dem die hier am befestigt sind, klebt so extrem, dass mein eigener Wimpernkleber nicht klebt und mir dann der Kleber, seht ihr das, wie mir das einfach den Eyeliner weggerissen hat, sind so dünn. Das Bändchen ist so dünn, eigentlich richtig gut, total leicht zum Aufkleben. Aber dieser Kleber, ich muss das gerade ja wirklich so, ich muss die Wimper so abreißen von diesem Ding. Vor allem, wenn das dann nicht funktioniert. Oh, ich drehe schon die Kamera, ich mache dir alles kaputt hier. Ja. Also, ich bin schneller mit Kleben als mit Tuschen. Es ist, wie es ist. Das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, es war auch. Und hilfreich für euch. ja, es war sehr schön. Vergesst nicht, bei Claudi vorbeizuschauen. Alle Links da unten in der Infobox auf jeden Fall, auch zu ihrem Video. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.